the songs for you, David Luke Leon. It's a song just for you to brighten up your day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll fight them through. You never walk alone, I'll be with you. Never walk alone, I'll be with you. And when you think you have to cry, then rest a little by my side. You should know Teufel, ich muss Sie sprechen, Herr Doktor. Entschuldigung, muss das jetzt sein? Ja, wenn Sie nicht wollen, dass ich in einer halben Stunde mit meinem Anwalt wiederkomme. Na gut. Birgit! Birgit, los, komm, steh auf! Komm, eil dich! Was ist? Ach komm, steh auf, dein Mann! Nein, im Aufzug. Los, komm, beeil dich, komm. Ich dachte, du bist in München. Von wegen München. Ich hab's ja kommen sehen. Schamlos, wie du es treibst. Ich? Also, komm, 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 auf. Und nimm rein. Komm, schnell, leise. Entschuldigen Sie bitte meinen Aufzug, aber um diese Zeit empfange ich selten die Ehemänner meiner Patientin. Um was geht es bitte? Ich begreife einfach nicht, was meine Frau einen Mann wie Ihnen findet. Wie Sie hier? Ich muss schon sehr bitten. Ich habe Ihre Frau zum letzten Mal vor circa 8 Tagen gesehen, und zwar bei Ihnen auf der Party. Nehmen Sie, Birgit. Ich meine wirklich. Oder schlafen Sie nur mit ihr? Wissen Sie, Ihre Frau ist eine sehr sympathische und sehr attraktive... Verwöhnte, egoistische, leichtsinnige Frau. Normalerweise hält sie es nicht so lang bei einem Mann aus. Herr Baron, bitte. Und da auf der Straße steht Birgit Wagner, Herr Doktor. Sie war seit 2 Tagen nicht in Ihrem Bett, also bitte ersparen Sie uns diese erbärmliche Komödie. Sagen Sie mir schlicht und einfach, Herr Baron, Ihre Frau und ich, wir lieben uns und wollen zusammenbleiben. Damit könnte ich leben. Also... Ist ein bisschen viel auf nüchternen Magen. Finden Sie nicht? Na gut. Aber lassen wir mal das privat beiseite. Die Affäre hat noch professionelle Aspekte. Ich nehme an, Sie sind in der Lage, eine Diagnose zu stellen. Meine Frau war doch lang genug bei Ihnen in Behandlung. Sie erwarten doch nicht im Ernst von mir, dass ich ohne Rücksprache mit Ihrer Gattin hier und jetzt irgendwelche Befunde diskutiere, hm? Ah. Darf ich also annehmen, dass der Befund negativ ist? Das freut mich. Birgit neigt nämlich dazu, ihre Ängste zu verdrängen. Sie ist da wie ein Kind. Es hätte mich, ehrlich gesagt, auch gewundert. Brustkrebs ist eine hässliche Krankheit. Und ein Mann wie Sie verliert da doch ganz schnell das Interesse, nicht wahr? Herr Baron, jetzt reicht es aber. Hm? Bitte. Sagen Sie meiner Frau, Sie soll sich entscheiden. Sehen Sie, Birgit und ich... Eine schöne Frau heiratet nicht einen Mann in meinem Alter aus Liebe. Unsere Ehe ist ein Geschäft. Ihre Jugend und repräsentatives Aussehen gegen meinen Wohlstand und gesellschaftliche Stellung. So ein Geschäft funktioniert allerdings nur, solange beide Partner die Ware liefern können. Ich bin immer noch reich und aus gutem Hause, aber was Jugend und Schönheit angeht, die sind ja bekanntlich vergänglich. Warum sagen Sie das mir? Sagen Sie das Ihrer Frau? Ja. Schicken Sie sie einfach nach Hause. Sie ist nicht hier. Nein? Nein. Dann sollte die aber ihr Aftershave wechseln.
Die Duftnote ist doch etwas zu weiblich. Und der Schuh auch. Sieht ihm eigentlich überhaupt nicht ähnlich, mir nachzuspionieren. Was wollte er? Er wollte wissen, ob du hier bist. Ich habe natürlich Nein gesagt, aber wenn du deinen Wagen direkt vor der Türe parkst, klingt das wenig glaubwürdig. Manchmal glaube ich, er braucht das, diese Eifersucht. Komm her auf. Ja, das macht ihn an. Glaub mir. Und mich auch. Ach komm, du wirst doch nicht schon gehen, hm? Bernd. Es wird noch ganz warm. Ach so, und du meinst, bei der Gelegenheit kann ich dich gleich auf Knoten abtasten? Was glaubst du eigentlich? Hast du so wenig Vertrauen zu mir? Mensch, Birgit, mit sowas macht man keine Scherze. Das weiß ich. Komm, wir gehen in die Praxis. Ich mache sofort eine Mammographie. Bernd! Birgit, keine Widerrede. Hier zählt jeder Tag. Du musst zum Arzt. Und ich bin zufällig Arzt. Ich war beim Arzt. Du warst was? Wann? Bei wem? Vorgestern. Birgit, bei wem? Na, dann ist da jetzt alles in bester Ordnung. Vier Kindern und Mutter ständig krank. Das war nicht einfach für meinen Vater. Und jetzt das mit Susanne. Ja, ja, mach nur weiter. Ich bin ja sowieso immer an allem schuld. Ich verstehe, dass du sauer auf mich bist, aber was soll ich denn machen? Du könntest zum Beispiel aufhören, mich wie deine kleine Schwester zu behandeln. Du bist meine kleine Schwester, immer noch mal. Vielleicht kannst du es ihm erklären. Mein großer Bruder hat eine Macke. Ich werde im November 18. Dann wird es höchste Zeit, dass du aufhörst, dich wie ein Kind aufzuführen. Das klingt ja so, als ob sich ein altes Ehepaar streiten würde. Könnt ihr nicht mal vernünftig miteinander reden, ohne Aggression? Ich will frühstücken. Susanne, es hat doch keinen Sinn. Nimm doch Vernunft an. Ohne Abitur, ohne Ausbildung, das hat doch... Ich habe aber keinen Bock mehr, in diesem Kaff rumzuhocken und mich blöd anmachen zu lassen. Vater will doch nur das Beste für dich. Das muss ich ja wohl wissen, was das Beste für mich ist. Meine Schwester will es einfach nicht kapieren. Tu doch nicht so scheinheilig. Sag doch einfach, wie es ist und schmeiß mich raus. Helfen. Alle wollen einem helfen, so ein Quatsch. Dabei denkt ihr doch alle nur an euch selbst. Ich muss in die Praxis. Vielleicht machst du deiner Geschlechtsgenossin klar, was ich meine. Ich bin jedenfalls mit meiner Weisheit am Ende. Was soll ich ihr denn sagen? Ich schaue, dass ich heute früher fertig werde. Im Notfall muss Rogge mich eben vertreten. Du willst sie zurückbringen? Ja. Und bei der Gelegenheit stelle ich dich meinen Eltern vor. Okay. Na, wenn du mitkommst, dann kommt sie bestimmt auch mit. Also, ich weiß nicht. Ich rufe an, sobald ich in der Praxis klar sehe. Da suchen sie jede Menge Sprechstundenhilfen und mich schiebt er in den Wald. Ist doch bekloppt. Warum fragt mich keiner? Stefan! Bis später.
Tschüss. Hallo. Hey, Sie. Eine Schande ist das. Ich habe schon gestern Abend die Polizei gerufen. Aber meinen Sie, da kommt einer? Rufen Sie einen Notarztwagen, aber schnell. Ja, ja. Da sind wir ja wieder. Was war denn los? Haben Sie Schmerzen? Bleiben Sie liegen! Der Notarzt kommt gleich. Bleiben Sie doch liegen! Seien Sie vernünftig! Hören Sie, Sie brauchen ärztliche Behandlung. Bleiben Sie, Sie sind krank! Der ist nur besoffen. Vergessen. Komm mal her. Ja, komm mal her zu mir. Du? Hey, Bonzo. Bonzo, hopp. Hopp. Ja, komm. Ja. Dr. Storm? Ja? Für Sie. Das Glück habe ich auch im Leben. Verzeihen Sie, wenn ich Sie so überfalle, aber in Ihrer Praxis sagte man mir, dass Sie erst gegen 15 Uhr erwartet werden. Und so lange wollte ich nicht warten. Sind Sie Parkwächter? Nein, nein. Mein Name ist Rogge. Ich bin Kollege. Ja, und? Wir haben eine gemeinsame Patientin. Birgit von Teufel. Ah ja, aber das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen bin ich hier. Ihr Mann war gerade bei mir und wollte die Ergebnisse der Tests. Sie können sich vorstellen, dass ich da etwas nervös wurde. Einerseits konnte ich dem Mann schlecht sagen, dass mich seine Frau belogen hat. Andererseits mache ich mir Sorgen. Ja, ja, ich verstehe. Aber ich kann eine Patientin schlecht wegschicken, die ganz offenbar kein Vertrauen zu Ihnen hat in dieser, ja, für Frauen doch sehr kritischen Situation. Selbstverständlich, Herr Kollege. Ich weiß, dass das nur auf Wunsch der Patientin geschehen kann, aber ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie Ergebnisse haben. Und wenn, sind Sie positiv oder negativ? Bitte. Ich muss es wissen. Muss? Ja. Diese Frage ist für mich persönlich sehr wichtig. Warum? Weil ich Sie liebe. Positiv. Es tut mir leid, Herr Kollege. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Können Sie das mal kurz abtippen und den Kollegen hier eine Kopie ins Fach legen? Hilfe?
Ärzteteam sucht erfahrene Sprechstundenhilfen. Endlich. Herr Doktor. Ja. Einen Augenblick bitte. Herr Dr. Rogge hat schon nach Ihnen gefragt und er ist ganz... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Hm, danke. Noch einen Augenblick, Frau Bieles. Nehmen Sie doch Platz. Hallo. Hallo. Stefan, ich brauch dich. Was ist los? Jetzt sag schon. Was soll schon sein? Ich bin ein Idiot. Was heißt ein Idiot? Ich bin ein Vollidiot. Und zu meiner Entschuldigung kann man nur sagen, dass ich durch die ganzen Scherereien hier in der Praxis... Birgit hat Krebs. Nein. Ja. Und heute früh war ihr Mann bei mir und wollte von mir die Diagnose. Dabei hat sie sich nicht mal zu mir getraut, sondern ist zu Dr. Storm gegangen. Weiß sie es? Nein. Sie wollte mir ja nicht mal den Namen des Arztes sagen. Aber das war ja kein Kunststück, das rauszukriegen. Ich weiß, Stefan, du hältst mich für einen ziemlich abgebrühten Charakter. Ich mich übrigens auch. Und du darfst mir glauben, dass mich sowas normalerweise nicht umhaut. Aber irgendwie muss man sich doch selbst über Wasser halten. Und aufpassen, dass man von seinen Patienten nicht mit runtergezogen wird. Nur in diesem Fall... Nein. Na, hör doch auf, du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Klar weiß ich das. Du willst dich drücken. Ich soll es ihr sagen. Aber da mache ich nicht mit. Stefan. Nein. Erst machst du dir eine flotte Zeit mit Birgit. Und dann stellt sich heraus, sie hat Krebs. Und auf einmal wirst du sensibel. Oder wie? Nee, mein Lieber. Du darfst sie jetzt nicht hängen lassen. Es geht doch nicht um mich, Mann. Ach nein. Um wen dann? Um Birgit. Ich liebe diese Frau und ausgerechnet ich soll ihr sagen, dass sie Krebs hat? Ja, Bernd, wer sonst? Dr. Storm vielleicht? Du kapierst nichts! Oder du willst nicht kapieren! Entschuldige. Weißt du, für Birgit ist das doch wie... wie ein Todesurteil. Eben. Und deshalb musst du ihr das ausreden. Du, nicht irgendeiner. Wenn du sie liebst, dann bist du der einzig Richtige. Du machst das schon. Hallo, Bonzo. Jetzt gibt's was Feines. Hallo. Schlapper, schlapper. Ja, guck mal hier. Ui. So. Ja, brav. Ui, ui, ui. Das ist gut. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Gibt's Kaffee? Was ist denn das? Das ist ein Hund. Schau mal, kannst du mir mal für eine Stunde deinen Wagen leihen? Schlecht, ich habe noch zwei Hausbesuche und dann wollte ich heute etwas früher Schluss machen. Ich muss meine Schwester nach Hause bringen. Das ist doch nur für ein oder zwei Stunden. Die haben mein Fahrrad geklaut. Wie? Ja. Jetzt habe ich diesen süßen kleinen Bonzo hier am Hals. Ja, falls du ein Fahrrad brauchst, unten im Keller steht eins. Ich brauche nicht irgendein Fahrrad, ich brauche meins. Sag mal, hast du überhaupt eine Ahnung, was das für eins ist? Das ist ein Monocoque, Seriennummer 2. Weißt du, wer die Nummer 1 hat? Nee. Der Prince of Wales. Ach. Ja. Erstaunst du was? Ich brauche einen Wagen. Bitte. Der Rückwärtsgang geht etwas schwer rein. Und bitte, Tank voll. Danke. Komm, Bonzo. Herrchen suchen. Thank you.
Haben waren Sie Paule gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Hallo, Pauli. Ja, Barney, da bist du ja, du kleiner Schnuckelputz. Da ist er ja. Du Schnuckelputz, du bist doch ein Schnuckelputz. Wo warst du denn? Sagen Sie mal, Sie haben ja wohl eine Konstitution wie ein Ross, was? Aber auch das beste Ross bleibt irgendwann mal liegen. Was haben Sie eigentlich dabei gedacht, einfach abzuhauen? Sie gehören ins Krankenhaus. Ich bin Arzt. Hey, wenn Sie mir das noch einmal machen, dann erwürge ich Sie mit diesen meinen Händen. Ist das klar? Na, 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 na. Total bescheuert finde ich das. Ich liege da draußen ahnungslos und schlafe. Nur wenn man wirklich wach, weil mich einer abknutscht. Ich glaube, ich spinne. Glauben Sie, es hat mir Spaß gemacht? Bei Ihrem Mundgeruch, da kann ich ja ganze Wälder entlauben. Ja, und dann hat mir Ihr Hund auch noch den Wagen vollgekotzt. Das ist noch nicht mal meiner. Hab ich Sie um was gebeten, oder was? Nein. Aber wenn Sie das nächste Mal vorhaben, abzukratzen, dann tun Sie das gefälligst nicht coram publico. Ich bin nämlich Arzt und ich bin verpflichtet, Ihnen zu helfen. Ich kann nicht einfach wie andere Mitmenschen nicht hinsehen und vorbeifahren. Und wenn Ihnen Ihr Leben nichts wert ist, mir ist es etwas wert. Verstehen Sie das? Nein. Na, wie auch. Ja, Bonzo, komm mal her. Du kannst ja nichts dafür, ne? Der heißt Barney, ja? Ach, und wissen Sie, wie mein Fahrrad heißt? Monocoque. Das hat sich nämlich auch verlaufen. Nur, dass es keinen Dummen gefunden hat, der es wieder zurückbringt. Was, Ihr Fahrrad ist geklaut worden? Ja, während ich Sie abgeknutscht habe. Das ist ja auch egal. Hauptsache, Sie sind wieder fit. Ja, Moment, du laufst doch nicht weg. Herr! Dr. Holbein. Tja, Barney, was machen wir denn jetzt, hä? Jetzt lassen Sie sich mal von Ihrem Mann nicht verrückt machen. Sie sind die Mutter, ich bin der Arzt. Wir beiden werden das schon machen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Und? Hast du sie erreicht? Nein. Ich bin ja nicht mal dazu gekommen, deine komische Annonce zu lesen. Hilfe? Ärzteteam sucht Sprechstundenhilfen. Das hat Zeit. Ruf an, jetzt. Was, am Telefon? Dann kann ich ja doch gleich ein Telegramm schicken. Das hat sich erübrigt. Sie kommt mich nachher abholen. Na gut, aber... Was ist denn noch? Kann ich dein Auto haben? Daniel hat meins. 2 Stunden hat er gesagt und jetzt ist er immer noch nicht zurück. Wann kriege ich den Wagen wieder? Kannst dir meinen nehmen, wenn Daniel zurückkommt. Oh. Hallo. Na, was sagen Sie? Sowas können nur Sie tragen. Na, damit hat mich der Verkäufer auch reingelegt. Bernd, was sagst du? Gewagt. Aber wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Was ist denn mit dir los? Viel Arbeit, viel Arbeit. Oder hat dich mein Mann so geschockt, dass du mich jetzt loswerden willst? Quatsch. Was dann? Bernd? Ja? Wir haben doch jetzt das ganze Haus für uns alleine. Mhm. Und so viel ich gesehen habe, sind auch gar keine Patienten mehr da. Ach ja? Aha. Und hier steht so ein schönes Sofa. Hm. Sag mal. Findest du nicht, dass man da irgendetwas tun soll? Was denn?
Ich meine, wenn dir mein neues Outfit nicht gefällt. Dann kannst du es mir doch einfach ausziehen. Ich suche ein Fahrrad. Quatsch nicht, hör ab. Was ganz Besonderes. Monokok. Sie haben sowas nicht rein zufällig am Lager? Hm? Monokok? Sowas gibt's doch gar nicht. Oh doch, sowas gibt es. Dr. Holbein hat eins. Das heißt, er hatte eins. Bis einer von den Jungs hinter Ihnen eine schnelle Mark machen wollen, es ihm geklaut hat. Oh, lass mal, Barney. Der Onkel tut uns nicht, weil er weiß, dass der Paul sehr gute und sehr viele Freunde hat, die im Stewitschen sitzen und sich schon darauf freuen, hier mal ein bisschen Rabatz zu machen. Herr Gierig, so ein exotisches Fahrzeug kriegen Sie sowieso nicht unauffällig an den Mann. Und mir liegt sehr viel daran, dass der Doktor sein Rad wieder kriegt. Ich verrate auch nicht, wo ich es gefunden habe. Okay? Na siehst du. Hab ich ja nicht gesagt. Der Onkel ist ganz nett. Na komm. Komm. Na komm. Weißt du was? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du liebst mich wirklich. Bernd Rogge hat's erwischt. Wer hätte das gedacht? Du Ärmster. Aber falls es dich beruhigt, ich liebe dich auch. Ich muss dir was sagen. Ich war bei Dr. Storm. Was? Bei Dr. Storm? Hinter meinem Rücken? Dein Befund ist positiv, Birgit. Und du kannst nicht von mir verlangen, dass ich zusehe, wie du... War das jetzt also Mitleid?
Hallo? Oh, Frau von Teufel, ist Dr. Rogge noch da? Das passiert doch eigentlich immer nur anderen, doch nicht Bernd Rogge. Bernd Rogge ist ein Sunnyboy. Immer lustig, immer oben auf. Was ist denn los? Darf ich? Was haben Sie denn? Ich kann das nicht, Walter. Verstehen Sie? Ich kann das ganz einfach nicht. Ich hasse Krankheit. Hasse sie. Arzt sein ist nicht immer leicht. Aber Walter, da gibt's doch große Unterschiede. Ihr seid doch alle Ärzte geworden, weil ihr die Menschen liebt. Ich bin Arzt geworden, weil ich die Krankheit hasse. Hasse! Ja, das kommt auf das Gleiche raus im Endeffekt. Ach, vielleicht bei Frau Schmitz-Meyer-Müller, aber doch nicht bei der eigenen Frau. Ich versteh's nicht. Ich krieg es nicht in den Kopf, Walter. Ich empfinde nicht mal Liebe, nicht mal Mitleid. Nur Angst. Pure, nackte Angst. Laufen Sie mir nicht weg, ich bin gleich wieder da. Und dann reden wir. Wo soll ich denn hinlaufen? Ja? Ich wollte bloß was abgeben. Ja. Hier. Das ist ja das Fahrrad von Dr. Holbein. Genau. Eine schöne Gruß von Paul. Und den Finderlohn. Ihr könnt bei der Gelegenheit mal ein Schneewittchen vorbeibringen, ne? Ach, und so. Er heißt Barney. Wenn du ehrlich bist, ganz unschuldig bist du auch nicht. Was soll Vater denn machen? Erst schmeißt du die Schule hin, dann die Fotolehre und jetzt willst du plötzlich eine soziale Ader in dir entdeckt haben. Das liegt ja wohl in der Familie, oder? Wenn das eine Anspielung auf mich sein soll, dann finde ich das unfair. Ich wusste immer, dass ich Medizin studieren wollte, seit du mit Nachbars Töchterlein Doktor gespielt hast. Aber du bist ja auch Mamas Liebling. Dir glaubt jeder. Und mir? Sprechstundenhilfe. Das ist kein Job. Das ist ein Beruf. Verdammt nochmal. Sag doch auch mal was. Kannst du mal anhalten? Wieso? Bitte. Nicht ab. So wird das nie was, Stefan. War ja auch anders gedacht. Ich weiß. Jetzt sei doch nicht gleich sauer. Meinst du, mir macht das Spaß? Ich will dich meinen Eltern vorstellen. Was ist daran so peinlich? Genau das. Vorgeführt zu werden. Am liebsten würde ich wieder umkehren. Jetzt fang du auch noch an. Ich war auch mal 18, aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht vergessen, wie das ist, wenn einen keiner für voll nimmt. Und wie kommt es dann, dass du dein Musikstudium abgeschlossen hast? Weil meine Eltern dagegen waren, dass ich Musik studiere. Stefan. Du kannst doch niemanden zwingen zu etwas, wozu er keine Lust hat. Susanne will raus aus dem Kleinstadtlief und das solltest du akzeptieren. Du bist doch auch nicht zu Hause geblieben.
Und hast du Nachbarstöchterlein geheiratet? Nein. Nachbarstöchterlein hat jemand anderen geheiratet. Ja, die schöne Sieglinde. Wir haben zusammen Tanzstunde gemacht. Sie hat mir beigebracht, was man beim Küssen so alles mit der Zunge anstellen kann. Mein Vater hat es rausgekriegt und hätte sie beinahe der Schule verwiesen. Und du meinst, ich entspreche eher seinen moralischen Vorstellungen, ja? Du bist Pianistin. Schlagerpianistin. Willst du uns das wirklich antun? Demnächst kommt deine erste Platte raus. Was will er mehr? Und Susanne bringe ich ihm auch zurück. Bitte, Andrea. Sowas ist immer etwas peinlich. Aber er würde es mir nie verzeihen und Mutter schon gar nicht. Ich habe mir was überlegt. Aber sag nicht gleich wieder was Negatives, ja? Warum nimmst du sie nicht als Hilfe in die Praxis? Andrea. Ihr seid zu dritt. Da kann sie was lernen und nebenbei die Berufsschule machen. Und wohnen kann sie bei Roswitha. Mein Zimmer steht ja praktisch leer. Wenigstens versuchen kannst du es ja mit ihr. Wenn du ihr nichts zutraust, wer dann? Herr Doktor. Frauen kriegen immer, was sie wollen. Tja. Musst du dich bei deiner Freundin hier bedanken. Na, immerhin hast du dir so eine tolle Freundin ausgesucht. Auch da muss ich passen. Sie hat mich ausgesucht. Jetzt müssen wir nur noch Roswitha rumkriegen. Aber wenn du ihr klar machen kannst, dass Babysittern eines deiner Lieblingsbeschäftigungen ist, dann hast du bei ihr einen Stein im Brett. Och, da muss ich doch kaum lügen, oder? Bis morgen. Kommst du nicht mit? Ich muss noch in die Praxis den Wagen wegbringen. Stefan? Stefan, ich habe doch gar keinen weißen Kittel. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich lasse ja alles mit mir machen. Ich bin bereit, Vater zu erklären, dass du bei mir bleibst. Ich will auch gern versuchen, dir bei der Wahl deines Berufes zu helfen und dich auf einer Schule unterzubringen. Aber meine Sprechstundenhilfe, ja? Die möchte ich mir doch bitte selber aussuchen dürfen. Oder? Jetzt vorstelle, dass sie mit ihrem Mann zu Hause sitzt und sich das Geschwafel anhören muss von dem Sadisten. Nein, nein. Es gibt Situationen im Leben, Walter, da hilft doch kein Rotwein. Wohin wollen Sie jetzt? Ich würde Ihnen so gern was sagen. Kommt denn mein Fahrrad hierher? Ich fahre schon in der ganzen Stadt rum. Wenigstens einer, der glücklich ist. Nun vergessen Sie mal Ihr Spielzeug hier. Freund braucht einen Freund. Vielleicht können Sie dir mal klar machen, dass es im Leben Dinge gibt, die... Was ist denn? Mein Autoschlüssel. Aber doch nicht in dem Zustand. Bernd, danke. Herr Rogge. Was hat er denn? Herr Rogge. Wohin? Fahr schon! Halt, halt! Ich weiß zwar nicht, was hier gespielt wird, aber ich will mit!
Wohin? Wohin, wohin? Zu Barons, wohin sonst? Dann lasse ich mich eben scheiden. Biggie, setz dich. Und es wird nicht gerade billig, das sage ich dir. Wir fliegen morgen nach Paris. Ich habe von der Serum-Arzt gehört. Nikolai. Ich bin ein Krüppel. Birgit, das Leben ist nicht fair, im Gegenteil. Es erwischt meistens die Falschen, aber ich bin ja da. Keine Angst. Und vielleicht ist es unsere Chance. Du warst doch nicht glücklich. Und ich auch nicht. Und wenn wir das zusammen durchstehen, vielleicht, ja. Verzeihung, Herr Baron, aber Herr Dr. Rocke besteht darauf, die Frau Baronin zu sprechen. Die Frau Baronin schläft schon, danke. Sehr wohl. Warum tust du das? Ich habe dich doch nach Strich und Faden betrogen. Ist ja pervers. Vielleicht verstehe ich nicht viel von Liebe, aber von Verantwortungsgefühl und Treue schon. Oder vielleicht liebte ich sie mehr, als ich dachte. Empfängt heute nicht mehr. Das guckt ihr so. Jetzt gibt es für mich nur noch zwei Möglichkeiten. Und die wären? Ach, lassen wir das. Whenever clouds are there, we'll fight them through. You.